Jo, danke Jojo. Ja, ich war 89 in West-Berlin und habe das live gesehen im DDR-Fernsehen, wo der Günter Schabowski das vorgelesen hat. Das war, dachte auch, so jetzt, wenn er bald die Trabis durch die ganze DDR anstehen, um zur Grenze zu kommen. So war es ja dann auch, war eine sehr aufregende Zeit damals. Ja, hat mein Leben doch stark beeinflusst. Aber jetzt nochmal hier zur aktuellen Situation an der East Side Gallery. Wir arbeiten ja, wie gesagt, seit Januar, Februar jetzt hier konkret an diesem Problem mit dieser Luxusbebauung, die man hier entstehen sieht. Und wir haben eine Online-Petition gestartet unter change.org. East Side Gallery, findet man die. Also wer noch nicht unterschrieben hat, ihr könnt das gerne noch tun. Change.org East Side Gallery. Wir haben jetzt 90.600 und ein paar zerquetschte Unterschriften gesammelt. Und ich denke, 90.000 Unterschriften sind eigentlich eine ganze Menge. Der Bürgermeister von Berlin, Herr Wowereit, hat mal geäußert, dass alle, die gegen diese Bebauung der East Side Gallery sind, das sind für ihn alles Fundamentalisten. Und ich kenne Fundamentalisten nur so aus dem terroristischen Umfeld, meistens aus arabischen Ländern werden die als Fundamentalisten bezeichnet. Nein, wir sind auch alle Fundamentalisten, meint der Bürgermeister von Berlin. Und die 90.000 Menschen, die unterschrieben haben, sind auch alles Fundamentalisten. Und wir haben einen Termin am 13. November. Haben wir einen Termin und da werden wir die Unterschriften übergeben dem Senat. In der Senatskanzlei, der Herr Wowereit ist leider oder wie nicht anders zu erwarten, natürlich nicht bereit, die Unterschriften von 90.000 Fundamentalisten persönlich entgegenzunehmen. Also werden wir es seinem Staatssekretär aushändigen, dem Herrn Böning. Am 13. November werden wir über 90.000 Unterschriften übergeben. Und es ist natürlich eine Schande, erstens, wie mit diesem Denkmal umgegangen wird, wie Deutschland dasteht in der Welt, wenn auch das Ausland registriert, wie Deutschland mit seiner eigenen Geschichte umgeht, wie sie die abwickelt. Und ja, es ist auch eine Schande, dass diese 90.000 Unterschriften scheinbar überhaupt kein Gewicht haben in der Politik. Das spielt keine Rolle. Das ist einfach egal scheinbar. Und ja, obwohl es auch so wichtig ist und es ist auch immer nicht richtig angekommen. Es gab jetzt diese Aktion von dem Jim Avignon, der heute leider verhindert ist. Der hatte sein eigenes Bild übermalt und meinte, naja, Street Art muss lebendig sein und so weiter. Und das zeigte aber, dass auch er nicht verstanden hatte eigentlich, worum es hier geht. Wir haben mit ihm uns dann darüber auseinandergesetzt und die Künstler hatten mit ihm einen Termin, haben mit ihm darüber gesprochen. Und das Resultat dieses Termins war, dass er hinterher auch verstanden hat, warum das hier unter Denkmalschutz steht, was hier das Besondere ist, die Authentizität von Bildern, die Februar bis September 1990 hier angebracht wurden, mit Erlaubnis der NVA, der Nationalen Volksarmee, die hier zuständig war, die Grenztruppen für dieses Grenzschutzanlage. Die haben noch die Erlaubnis gegeben, das war wirklich alles noch ganz anders als heute und das war noch sehr frisch und sehr präsent. Natürlich diese ganze Atmosphäre dieses Wandels, dieser friedlichen Revolution. Und das muss man auch allen Leuten noch vermitteln, die das bis heute nicht verstanden haben. Wir sind dem Jim Avignon sehr dankbar, dass er sein Bild übermalt hat. Er hat auch gesagt, er wird es wieder in den Ursprungszustand zurückversetzen, weil er das auch jetzt so sieht, dass das hier nicht darum geht, dass man hier eine Wand hat, die als Untergrund dient für lustige Bilder, sondern es ist ein Gesamtkunstwerk. Und als solches steht es unter Denkmalschutz. Und alle, die gesagt haben, ja, finde ich auch super, endlich mal was Neues auf der Wand, die Bilder finde ich eh schon toll und die sind schon so angegangen, denen muss man das doch erklären, damit auch sie das verstehen, warum diese Wand hier so wichtig ist für die Weltgeschichte und warum sie unter Denkmalschutz steht und dass aus dem Grund absolut ausgeschlossen ist, da mal was Zeitgenössisches drauf zu malen. Der Jim Avignon hat einen Laptop drauf, hat ein Handy drauf, ein Smartphone. Das sind alle Sachen, die gab es 1990 noch nicht. Und das zerstört natürlich die Authentizität dieses Ortes. Und ja, eben, aber wir sind ihm sehr dankbar dafür, dass er das getan hat, weil das ganz klar herausstellt, wie viele Menschen das noch nicht verstanden haben,
worum es hier eigentlich geht. Und deshalb haben sie auch nicht verstanden, warum man den Todesstreifen nicht bebauen kann. Es gibt eine Metapher, sage ich mal, von Dr. Christa Wolf, der geteilte Himmel. Und das ist wirklich so, die Menschen, die ja früher lang gekommen sind in der DDR, die hier gelebt haben, die wussten gar nicht, dass hinter dieser Wand ein Fluss läuft. Für sie, sie haben die Mauer gesehen und diese Mauerkrone, dieses runde Rohr, und darüber kam nichts mehr außer Himmel. Da war das Land zu Ende. West-Berlin war in der DDR nur ein weißer Fleck. Auch die hatten noch einen Stadtplan und da war einfach ein weißer Fleck drin, ohne Straßen. Das heißt, da kam die Mauer und darüber kam der Himmel und ansonsten kam da gar nichts mehr. Und das zu vermitteln, auch zukünftigen Generationen, deshalb sind wir heute hier und deshalb sind wir der Meinung, dass hier auf gar keinen Fall was hingebaut werden darf. Und deshalb sind wir auch der Meinung, dass diese Straße, diese Mühlenstraße umbenannt werden soll in Am Todesstreifen. Und ich hoffe, das werden wir auch durchsetzen. Das wollte ich nochmal sagen. Dankeschön. Applaus